passender. Wieso? Was? Wieso? Ja, Corona, weißt du? So langsam, ja. Lieber Ralf Rute. T-Shirt ist gut geworden. Warte, muss ich mal ein bisschen die Kamera verstellen hier. Guck mal. Hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Der Matze und der Lutze. Ha. Wie immer montags. Wir haben gar nicht so viel zu sagen. Es ist Wetter und das war's schon. Tschüss. Gemeinsam in Quarantäne. Wir sollen doch gemeinsam einsam. Hm. Gemeinsam einsam in Quarantäne. Wir haben nicht viel. Matze hat gemacht, dass die Sonne gelb ist. Ja, aber auch die schmeckt nicht nach Zitrone. Nicht? Nee. Chili kann gut Zitronenschnee machen. Aber ja, vor einer Woche hatten wir noch richtig kalt, jetzt haben wir richtig warm. Wir haben über Skiläupen gesprochen letzte Woche. Oder? Das soll noch 17 Grad werden diese Woche. Ja und? Was heißt die krummer Hund? Ich sag doch nicht Dackel zu dir. Wackeldackel. So. Gruß der Woche und das geht heute zu Enrico. Warum, Matze? Der Astronaut. Der Astronaut. Der hat es wieder geschafft, in einem Jahr einmal um die Sonne zu zischen. Habt ihr es gemerkt? Ich hab's gemerkt. Das war richtig. Also mit. Happy Birthday, mein Junge. Halt Jute. Mein Geburtstag ist ja letztes Jahr ausgefallen. Wird dieses Jahr auch ausfallen, glaube ich. Jo. Du hattest einen runden gehabt, wa? Rund wie ein Buslenker. Ja, ich hatte ja keinen. Ach so. Hast du den dann nochmal? Irgendwann mal. Hoffe ich. Jo. Suchbild. Ja. Suchbild hat man ja. Die Auflösung wurde ja gefunden in Bockheide News. Haben wir es gelesen. Ja, das war natürlich der Marktplatz mit dem alten Feuerwehrhaus gewesen. Und ja, Markus, deine eigene Idee zu dem Bild mit Berlin-Alexanderplatz mit eingerüstetem Fernsehturm können wir nicht gelten lassen. Warum nicht? War das nicht der Fernsehturm? Schon, speziell, aber halt nicht ganz richtig. Mhm. Aber immerhin, ich fand die Bilder auch gut, weil das sind so schöne Zeitzeugenfotos, die man nicht jeden Tag hat. Und du konntest die noch nicht machen damals. Du warst noch nicht hier. Genau, und dann kommen wir mal zum Verkehr, Matze. Das ist dein Problem. Wir kommen mal zum Verkehr. Ich will da nicht reinreden. Ey, Leute. Das hier draußen ist eine Straße, ich weiß. Da kann man langfahren. Da kann man aber auch mal anhalten und einparken. Und da muss dahinter nicht gehupt werden, weil jemand anhält und einparken will. Und hier muss auch nicht gerast werden. Ich meine, auf einmal haben die Leute nicht mehr so viel Zeit. So 5 Minuten Lebenszeit noch. Da muss man noch schnell dieses und jenes erledigen. Da wird hier aufs Gaspedal gedrückt, also eigentlich. Wir brauchen noch mal den Jingle vom 7. Sinn. Kennst du den noch? Also ehrlich, manche merken es hier nicht mehr. Ja. Ja? Hm. Du wohnst falsch. Vielleicht musst du umziehen. Naja, ich weiß nicht, aber sagen wir mal so, so ein einzelnes Auto, wenn das hier mal vorbeipfeift, ja, dann kann man noch wegschlücken. Also du hast hier manchmal eine Geräuschkulisse, da fällt dir nichts so ein. Und ehrlich, von mir aus könnten hier jeden Tag blitzen. Bringt Geld in die Kasse. Kauft ihr doch einen Blitzer? Ja, ich kaufe mir einen Blitzer. Das muss ich jetzt auch mal loswerden. Das ist wirklich unmöglich. Die braucht man nicht zu hupen. Ich warte nur auf den Tag, wenn die uns mal hier reinfahren, nur weil wir hier ins in Grundstück einfahren wollen. Ja, das passiert dann halt einmal. Mhm. Naja. Was machen wir jetzt? Rettungsschwimmer. Ja. Herzliche Grüße aus dem Waldbad. Unsere Heidi ist ja wieder in der Planung der Rettungsschwimmer-Einsätze, schon ganz aktiv dieses Jahr. Und wie jedes Jahr kommt auch aus dem Waldbad der Aufruf und die Bitte, im Moment ist es natürlich sehr schlecht mit Ausbildung zum Rettungsschwimmer, wenn ihr Rettungsschwimmer kennt etc., euch ausbilden lassen wollt, wenn das wieder möglich ist. Auch die Kinder, der Nachwuchs, weil wir brauchen dringend Nachwuchs, könnt uns gerne unterstützen bei der Suche nach Rettungsschwimmer. Wollen wir Nachwuchs machen? Nein, wir machen nicht den Nachwuchs. Wenn der Bart grau wird, sollte man langsam aufhören mit sowas. Schade, ich habe den halt auch noch mit 80 Kindern gemacht. Es geht hier um Rettungsschwimmer. Die kann man nicht so machen. Kinder. Ja, genau. Und da natürlich auch, wie gesagt, die Bitte, wenn ihr jemanden kennt, der sowas macht, Lutze blendet hier mal die E-Mail-Adresse ein, rs-planung@waldbad-bockheide.de. Jetzt habe ich dir wieder Arbeit gemacht, hast du gemerkt, musst du wieder Text schreiben nachher. Jammert da mal rum, wenn er dann alles im Video wieder nachgucken muss. Ja, wie gesagt, in Planung sind wir für die Saison natürlich und wir hoffen auch, dass wir pünktlich aufmachen können. Wir haben auch schon wieder ein paar Rettungsschwimmerbestätigungen, aber man muss ganz klipp und klar sagen, die Rettungsschwimmeranzahl, die uns zur Verfügung steht, nimmt jährlich ganz eindeutig ab. Tja, wir dürfen ja auch kaum noch aufmachen. Wann ist denn geplant aufzumachen rechtzeitig? Ja, selbstverständlich. Pünktlich zu Mai? Jo. Noch ist es geplant. So ist der Plan.
Na, da warten wir mal ab, ob uns das gelingt dieses Jahr. Wäre ja wirklich nicht schlecht, da würde ich mich auf die Maifeier freuen, aber da sehe ich auch schwarz für. Wir haben natürlich eine sehr komfortable Situation mit den Öffnungszeiten von 7 bis 21 Uhr im Moment. Wenn sich das mit der Rettung schon mal aber dann auf immer weniger Schultern verteilt, dann ist natürlich auch irgendwann, schaffen wir auch die Öffnungszeit nicht mehr durchzuhalten und schließen uns dem allgemeinen deutschlandweiten Trend an, dass irgendwann die Schwimmbäder aussterben. Das wollen wir natürlich nicht, soweit wollen wir es nicht kommen lassen. Also liebe Eltern, wie sage ich mal, nehmt den Kindern ab und zu mal das Handy weg und macht den Computer aus und lasst sie nebenbei noch was Vernünftiges machen. Weil soziales Engagement dient der Allgemeinheit. War das jetzt gut ausgedrückt? Hast du sehr schön gesagt. Ja, ich habe mir gar keinen Text gemacht dafür. Ja, du kannst es aber gut. So. Und wenn du schon echt beim Labern warst. Ich kann ja auch nur über Sachen reden, mit denen ich mich auskenne. Beim Wetter ist es anders, da brauche ich Hilfe. Ja, da kriegst du gleich die Hilfe, weil viel mehr haben wir heute. Komm, schon wir machen gleich noch mal so einen Wetterjingle aus dem Waldbad. Ja, okay. Schön, ne? Schön. Das ist schön. So, Matze, kommt jetzt der Sommer? Herzlichen Glückwunsch zu den nächsten 15, 16, 17 Grad bis Donnerstag. Und dann geht es wieder bergab und mit einem kleinen, klitzekleinen Regenschauer Richtung Freitag vielleicht beenden wir das und haben zum Wochenende wieder kaltes Wetter um die 8 Grad. Aber auch kein Skifahren mehr möglich jetzt. Und wenn man die 16-Tage-Vorschau gucken, da sieht es natürlich gleich wieder aus mit Nachttemperaturen unter 0 Grad. Aber so weit gucken wir nicht. So weit willst du gar nicht gucken. Nein. Das ist ja warte mal ab, der ändert sich. Erstmal genießen wir den schönen Nachmittag hier noch und die nächsten Wetter. Schönen Tage mit ein paar Stunden Sonnenschein sogar. Ein bisschen bewölkt wird es auch sein. Für Ende Februar eigentlich ganz angenehm. Wir hatten auch schon mal vor ein paar Jahren eine Geburtstagsfeier im Februar. Hi Rainer, bei dir auf der Terrasse auch irgendwann am 20. Februar rum und da haben wir mit T-Shirt an der Sonne gesessen. Also dieses Phänomen, dass es Mitte Februar mal warm wird, das hat man nicht zum ersten Mal dieses Jahr. Dieses Jahr, nicht zum ersten Mal dieses Jahr. Dieses Jahr auch nicht zum ersten Mal. Überhaupt. Ja, sag mal, Matze, jetzt sind wir schon fertig, das ging aber schon. Kann ich jetzt wieder nach Hause gehen? Du kannst wieder nach Hause gehen. Mach den Rest alleine. Mach, dass du wegkommst. Hm. Tschüss. Und tschüss. Wie immer hier vor der Kamera. Matze und? Matze? Sohn, nee, Matze ist dein Sohn. Und Lutze, wir sehen uns wieder nächsten Montag. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr zu berichten. Mal gucken, vielleicht trauen wir uns mal einfach mal raus und quatschen mal mit den Leuten draußen, was die davon halten, von dem Leben hier. Die kennen uns gar nicht mehr. Nee, die haben Angst, wenn wir irgendwo am Zaun stehen. Wir wünschen euch was und tschüss. Tschüss.